Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija. So, also, natürlich zeige ich euch die Wohnung, die Kakerlakenbude. Also, da sind wir. Schönes braunes Sofa, so richtig. Kackbraun, sehr schön. Und hier, ja, so ein Vorhangstoff, mal drüber genäht. Mit Nähfehler, ist auch egal. Da haben wir den super Flachbildfernseher. Ja, aber die Wohnung ist sauber. Ist okay. Das Bad ist das Schlimmste an allem. Aber ist auch okay. Man kann damit leben. Ne? Dusche mitten im Zimmer. Ist okay. Komm, sie mal nicht so. Komm, Waschmaschine haben wir auch. Brauchen wir aber nicht. Hier habe ich schon aufgemacht. Mein Molto ist drin. Und der Körper zum Frühstück. Ja, hier habe ich natürlich gleich wieder Frauenparfüm. Draußen hängen so Sachen. Da habe ich gesagt, also draußen ist das Melaya, also die Sachen. Dann gehe ich natürlich gleich raus und schnupper dran. Richtig schweres Frauenparfüm. Ich so, welche alte Frau hat hier geschlafen? Ich brauche frische Bettwäsche, bitte. Also frische Bettwäsche. Ja, aber Matratze sieht gut aus, ne? Ja, fast wieder heim. Na, da Schrank, das tue ich also erstmal die Dinge und dann tun wir die Decke benutzen. Ich hoffe mal, dass die nicht stinkt, genau. Müssen wir auch mal checken. Ist das die gleiche Decke, wo die Oma geschlafen hat? Dann ist was los. Weil das kann ich nicht, das rieche ich sofort. Der hat aber glotzt. Nee, die ist sogar neu. Super. Ha ja, wenigstens das. Oder? Die ist zu neu, die ist ganz lang da drin. Okay, ist auch gut. Also, wir haben das Zimmerle, dann haben wir ein Kinderzimmerle. Warte mal, das lassen wir aber zu. So, können wir gucken, hat der noch eine Decke? Guck mal, das sind noch super Decken. Da können wir sogar eine Decke für unten nehmen und eine für oben. Das muss richtig gemütlich weich haben. Na? Da können wir noch ein Zimmer vermieten. Wer will kommen? Da haben wir Platz. Da ist der Platz. So. Was hat denn da was ausgelaufen? So, ne? Das ist die Küche, klein, aber nicht mein. Dann habe ich zu ihm gesagt, du, wenn ich in der Küche stehe und irgendwas vorbereite, dann sehen mich doch die ganzen Nachbarn. Nee, das sehe ich nicht. Sag ich, na klar, sehe ich. Dann geht er raus. Dann winke ich ihm von drinnen und sagt er, oh ja, stimmt. Jetzt macht er mir hier noch einen Vorhang. Ah ja, das kann ich nicht brauchen. Nachts, dass man immer im Zimmer denken muss, man muss Kopftuch tragen im Haus. Ich muss hier alles zu wissen, dann fühle ich mich gut. Ja, hier haben wir auch einen Balkon, das kann ich euch gleich zeigen. Voll auf die Straßen aus. So, ja. Und das hat so gestunken, guck mal, da hängt es einfach zum Lüften raus. Aber wenn du halt eine Frau hast, die ein Eau de Parfum hat, dann brauchst du nichts mehr. Okay, wir sind hier in der Metrostraße. Seht ihr? Nee, nix Metrostraße. Leute, es ist teuer geworden. Wir waren bei der Metro einkaufen. Ich brauche nichts mehr. Wo ist mein Mann? Da ist unser Auto. Ja, super. Wo ist der? Kommt der schon? Na gut. Ja, der kommt schon. Also, boah, das Parfüm stinkt richtig arg. So richtig schweren Damenduft. Hanoi. Was ist? Ah, Leute, bei uns der Rumi-Käse. 20 Pfund, hier gleich mal 45 Pfund. Ich weiß nicht, also mein Mann hat gesagt, wir haben nochmal ein Video gemacht, wegen, man kann mit 400 Euro hier leben. Das nimmt er mal ganz stark zurück. Es ist teurer geworden, das Leben. Wir haben jetzt für 900 Pfund eingekauft. Und ich zeige euch, wir haben nicht viel, das ist nur das Brot. Also, vier Hagatani. We are in the third floor, sa? Leute, es ist Mastama. Guckt euch das Ding an. Hier, das Kilo 483. Hey, die 3-4 Scheiben kosten schon 4 Euro. Ne? Ich habe 2 gekauft. Also, die Sachen hier, das ist super wurscht. Die koche ich mir gleich. Das alles schon mal 10 Euro, nur die 2. Ne? Wie soll denn da eine Familie? Also. Ich weiß auch nicht, meine Freundin, wo die einkauft, wahrscheinlich im Spinneys. Keine Ahnung. Also, Metro waren wir das letzte Mal jetzt. Die sehen uns nicht mehr. So, we will not go to Metro, Tani.
What we bring else? Guck mal, wir haben nicht viel gekauft. Noch hier, Red Bull. Can you just help me that we show the people what we bring and the luggage we can make later? That we can, you are more fast. Präsidentkäse. Die Paprika. Guck mal, die Paprika hier. 43 Pfund. Subhanallah. Das weiß ich nicht, wie viel, aber... Ne? Barbecue, die brauche ich für die Würstle. Der Zucker fürs Käffle. Die Milch fürs Käffle. Kaffee haben wir selber mit. But think we bring the coffee from here. So pan bread not in the fridge. This was it, huh? And the Red Bull. Yeah. Ah, the fridge. The and zum Dusche. Guck. Ja, looks. Fertig. This was it. Ja, jetzt wollt ihr wissen, was kostet hier die Nacht? How much? He say special offer or this was the last price? This what he say, this was the last? Okay, normally how much costing more? You want 2,000 for 5 nights. And how much is it this? Like 500 in 5 days, like 400 in the night. Ah, but we get it for 300. Also wir zahlen 300 die Nacht, der wollte aber 400 die Nacht. Weil wir halt super alte Freunde sind, über 12 Jahre kennt er uns. Ja, das der Wäsche. Oder 10 Jahre, ich weiß nicht. I found this, look, smell. Mammut. This is why I say smell, we put the Batanea on it. This is like old in the keys. We need to smell the other. Wir müssen alles Riechprobe machen, das ist halt hier so, gell. Riechprobe, wir sind nicht im 5-Sterne-Arabesque. Come to make a smell test. I smell enough today. Guck mal, ist das noch kaputt? Guck mal hier. I think this is used. What do you think? Gedide? And this? You say, in a way, the flat is new. The flat is new. We are the first. How come? Not the first. Who take this perfume, Malaya? Here. Nadia, fish is in Halis. Aywa, take this both because we need to put 2 down and with 1 we cover. And this is also new. Mahmoud, when we have. Here is good, this one, but this is used, you see? Yeah. This is a kit. We mix it, we fix it. La! La! Room. We think. Here is better because the Marwaha is here better. Da ist Lippenstift, oder was ist denn das? Von der. Aha, Ahmar Shafai from this woman. And what is this? And this is eine Fliege. She saw, the band saw every bullshit here. You see? Go away. Let's put this in the floor. Ach so. Okay, Leute, also wir sehen uns nachher wieder beim Abendessen. Jetzt müssen wir erstmal besprechen, was wir machen. Genau. So, meine Lieben, wir haben alles zugemacht, ne? Jetzt kann ich hier nackig, also wir schwitzen hier, mein Mann und ich. Ich habe ein Küchentuch mitgebracht für den Tisch, ne? Also man muss es ja hier putzen, es sieht aus. Die Teller will ich jetzt auch nicht benutzen, wir machen das jetzt einfach mit dem Löffel. Schmieren wir uns den Käse aufs Brot, das drauf und die Dinger tue ich halt, die Würstle nehmen wir in die Hand und Ketchup da rein oder so. Ich muss erstmal, mein Mann muss einen Schwamm bringen, der ist jetzt gerade noch einkaufen, wollte was zu trinken. Und ey, hier ist es voll warm. Leute, ist es warm. Ja, und wir haben schon hier uns eingerichtet, ne? So bleibt es. Mahmoud kriegt noch ein zweites, weil wir wollen nicht mit dem Großen da. Und nee, halt, der Mahmoud will das Große auf das machen. So war das, ja. Whatever. Und mit dem decken wir uns zu. Ja, kann man lassen. Und guck mal, das läuft auf Hochtouren, mir ist voll warm. Tch, Hugada ist voll warm. Yalla. Wer sind Sie? Das ist ja richtige Bockwurst, ich sag das. Ich hab schon Delivery. Okay. Okay. Now I wash the glasses and then können wir essen. Also Leute, wir sehen uns, denke ich, vielleicht. Ich glaube, wir gehen heute. We go outside today? No, sah? Tired. Sleeping. Hä? Walla bukra. Genau. Also das war's jetzt. Schließ ab. Close the door. Ah, I will not eat now this. Yalla. Bon Appetit. Wir sehen uns morgen. Guten Morgen.
Nein, es geht jetzt nicht los mit Hurghada. Ihr guckt jetzt, was die Kinder machen. Die Kinder rocken das Dorf alleine. Gestern Abend, Kinder haben einfach gesagt, sie möchten keine Kinder im Haus haben, sie möchten alleine schlafen, weil die Mausi möchte nicht um 6 Uhr die Kinder zur Schule wecken. Dann sind die Kinder nach Hause gegangen, haben geschlafen und die Schwägerin hat es nicht übers Herz gebracht, meine Kinder alleine in dem Haus zu schlafen. Dann ist sie gekommen und hat auf unserem bequemen Sofa geschlafen. Ne? Also, na Mausi hat gesagt, hätte ich auch nicht brauchen, die haben keine Angst. Und heute Morgen aufgestanden, ich glaube 8 waren sie wach, sind beide in Stall und haben das getan. Schaut euch das Ding an. Der Jonas, wer hilft und alles, gell? Und die Mausi, so sowas von goldig, also ich kann nicht glücklicher sein über solche Kinder. Allahumme barik, Masha Allah, Allahumme barik. Mehr kann man dazu nicht sagen. Schaut selbst und schaut, wie süß die zusammen sind. Also ich finde, die Mausi macht das viel besser als ich. Super macht die das. Ich könnte eigentlich forever in Hurghada bleiben. Sie macht immer Videos, ich zeige euch Hurghada und sie uns den Stall, dann machen wir immer so Cocktail-Videos. Dann bleiben wir forever and ever here. Aber nee, natürlich nicht. Wir vermissen uns. Ja, Mausi sagt, sie hat... Es war zwar ruhig im Haus, aber ihr Herz war nicht ruhig. Wir fehlen ihr. Das Haus ist ruhig, aber sie konnte bis 12 nicht schlafen, weil die innere Unruhe, weil wir nicht da waren. Wir sind halt doch zu viert ruhiger im Herzen. Also, viel Spaß mit Mausi und die Kinder. Der Jonas ist ganz lieb. Masha Allah. Guten Morgen, meine Lieben. Jetzt seid ihr hier bei uns im Dorf. Ich habe gerade den Katzen frisches Wasser, frisches Futter gemacht. Um die Vögel habe ich mich auch gekümmert. Ich habe auch die kleinen Mäuse hier raus. Ja. Und ein Update bei der Kuh gibt es auch noch nicht. Die Hühner haben wohl dieses Plastikdings. Ja, die haben es rausgeschmissen. Dass sie rausgeschubst hat. Läuft da irgendwas? Anscheinend nicht. Es ist richtig, also es ist nicht kalt, es ist kühl, angenehm. Gucken wir mal, ein bisschen lachen. Ach, leben sie noch, sie leben noch. Jetzt bringe ich die Ziegen auch nach hinten. Die Bella ist die einzige, die hier bleiben wird, weil die braucht Futter alleine. Ohne ihre, weil die essen es ihr weg und die ist langsam. Weil die krank ist, kann sie nicht so schnell futtern. Also machen wir für sie Futter allein. So, Mausi. Ich habe auch heute mit Mama geschrieben. Die sind gut angekommen, Alhamdulillah. Ja, kleine David. Gucken wir mal. Okay, also. Holen wir das aus. Ruh hat schon jetzt Redde und schafft Redde. Schafft er noch kurz die Garde. Fein der Ruck. Alle hat mir die Elbe Hamra. Aywa, mag. Die Elbe Hamra ist mir mehr hin. بص عند ال عند الفلك. Nein, du wirst es nicht verstehen. Also, ich möchte mit Dings da. Reddi, ich weiß nicht, was Weizenklei oder so in der Art. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, auf jeden Fall. Ja. Jetzt müssen wir kurz ausschalten, denn das geht jetzt nur 2 Minuten. So, die nächste Ente. Geh lecker, lecker, mal. Geh lecker, lecker, lecker. Ich kann nicht mehr sprechen. Ja, Jonas, ich komme gleich. Ja, jetzt haben wir was erledigen. Ich gucke noch nach den Kaninchen. Die Affen mache ich heute hier fest. Oh, guten Tag. Weil ich habe heute 2 Dares und es geht nicht, weil Mama hat gesagt, ich soll die Affen nicht. Oder Baba. Ja, da ist der Bubu auf dem Boden. Ich soll die Affen nicht draußen haben, wenn ich nicht da bin. Nachher beißen die jemanden. Und... Mausi! Ja. Moment, ich muss das alles abmachen. So. Ja, auf jeden Fall geht und holt ihr uns jetzt Redder, dass wir Dings da für die Bella Futter machen. Und dann kriegen die Entelis. Die Heidi kann die Ziegen nicht besonders leiden. Und deshalb bringe ich jetzt die Heidi. Komm, Heidi, komm. Komm. Mein Onkel Mohammed hat wieder den Hubble bei der Heidi abgemacht und die ärgert jetzt die Ziegen. Anscheinend wollen die Ziegen hier rein.
Geht rein. Die Heidi mag die Ziegen nämlich nicht. Ja, ich guck mal nach meinem Fausel. Fausel! Uäh, hallo! Guten Morgen! Na, hast du schon geschlafen? Hallo, Mausi. Jo, die möchte raus. Ja, geh mal runter, geh mal runter. Wir kümmern euch. Hallo, Fause. Hallo, Baby. Oh, ist das schwer. Und er kommt gleich um mich zum Armen. Ja. Der kleine Fause. Die bringen auch erstmal... Nein, Tim, Tim. Die wollen raus. Ich bringe euch gleich raus. Ich muss noch kurz das Wasser raustragen. Sorry, falls die Kamera schief ist. So, weil das noch, das ist noch das saubere Wasser. Das kann man noch von anderen. So. Wer hat das denn noch hin? Also, ich beneide Mama nicht bei dieser Arbeit am Morgen. Das ist ganz schön stressig. Also, das gebe ich zu. Mashallah, meine Mama. Powerfrau. Ja. Ich vermisse sie, weil das Haus, also in einer vierköpfigen Familie ist es laut, finde ich. Und Bella, halt Schuhe, Henny. Gib hier, es ist leichter auf Arabisch zu sprechen. Du hast auch so voll gemacht. Ja, besser. Ich bin Rocky. Rocky, diese. Jetzt schrub. Ja, also es ist auch eine andere Möglichkeit. Man kann es auch für die Enten machen. Man macht Wasser rein, viel Wasser. Dann ist es so wie ein Teig. So. Ja. Wie lange man macht Pfannkuchen? Nee. Tote. Ja, la rührt, dass alles nass wird, dass alles nass wird. So, Gummalaban. Das ist ja ganz schön schwer wegen dem Wasser. Guck mal, Busse, so Gumm, Kita, Alaban. Die Hühner mögen das mit viel Wasser, weil die trinken auch das Wasser mit dem Dings da. Die Hühner sind immer durstig. Hühner, sag ich schon, sorry, die Enten. Und die Kuh will auch. Du hast dein Futter. So, das reicht. Jetzt komm, Schütz, hier rein. Hä, wo ist das? Okay, hier. Hier ist ein Saustall, das muss ich noch putzen. Das mache ich sauber. Schütz, alles rein, jalla. Ja, oder die Termelia. Was? Hier schütten rein. Schütt alles rein. Ja. Man regt sich so auf. Lecker, lecker, komm! Und jetzt wir haben nur drei Enten? Nee, wir haben vier oder fünf Enten. So genau kenne ich keine Zahl. Da kommt die nächste Entele. Na los, geh! Gehen Sie! Hey, hey, hey! Jungs, mach's! Die will das noch ablecken. Da schmatzt jemand. Halas. 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 Mach sie. Halt das jemand? Mausili. Komm. Ich mach sie jetzt mal weg kurz, dass wir weiter filmen können. Sorry, ich hab grad meine Hand aus. Da macht man. Und dann mischt man es. Das, so, dass sie auch dieses Ding zeugt. Du kannst filmen. Man tut es hier so nicht. Mein Gesicht filmt mich hier schrecklich. Und dann mit den Händen so umrühren. Film hier rein. Und man tut ein bisschen so hinschmeißen und dann so machen. Das mit Deckel. Also jetzt nochmal. Man tut es so schütten und dann mit den Händen umrühren, dass es unten ist. Dass sie auch das andere mitfressen. Ja, Mr. Gobi ist da auch am rausgehen. Mach mal auf, Jonas. Ja. Pass auf, dass die Ziegen nicht rauskommen. Und dann machen wir auch noch für die Kuh ein bisschen. Dann. Jonas, da, komm, film. Die möchte die Kamera essen. Ja. So. Ja, genau. So, und jetzt kommt die Heidi und die Kuh essen das zusammen. Film mal die Heidi mit der Kuh. Die fressen das gleich zusammen, komm. Das machen wir, Bella. Bella, Mami, komm essen.
Bella, 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 nur noch Bella, ein bisschen. Bella, 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 Bella. Warte, gib mir ein bisschen. Warte, warte, warte. Guck, Bella, 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 Bella. Die will nichts wissen. Mach Schritt rein. Nein, ich will es. Die wird es nicht fressen. Okay, dann, wenn wir schon dabei sind. Bella, Bella. Da kann man auch anderes Foto damit. Darf ich errühren? Nee, warte, du erklärst es. Du hast die Kamera falsch rum. Ah. So, meine Lieben, meine Haare hat der Herr. Pause, guck her zu mir hier in die Kamera. Der ist jetzt auf meiner Schulter. Ich trage eine richtig schöne Weste. Die hat meine Oma genäht. Liebe Grüße, Oma. Ja, ich mache jetzt den Pause hier fest. Das ist richtig schwer. So, der hängt jetzt hier auf dem Baum. Also hier auf dem Weintraube. Ich habe ihm den Karabinerhaken extra hier hin, weil der kann dann bis da hinten auf den Baum gehen. Und der Bubu, upsala, die Kamera, die rutscht mir aus der Hand. Und der Bubu, dann lässt du den Bubu hier einfach sitzen. Hier ist der Bubu. Ja, der sieht, vielleicht sieht den Hund, das mag er nicht. Und sie ist am Weinen fürs Home. Tust du weinen? So süße Mickmaus. Die kleine Prinzessin. Ja, jetzt klammert sie sich an mich. So, die kleine Mickmaus. Die hängt hier bei mir an meinem Arm. Das ist so ein süßes Gefühl. So süß. So süß. Die klammert sich so richtig an den Oberarm. Wenn du, guck mal, die hängt sich so richtig so an den Arm. Die möchte nicht loslassen. Warte, ich muss aufmachen. Aufmachen. Well, sagt sie. Halt die Klappe und trag mich. Sagt sie. So, ich mache jetzt sie los. So. Ich habe jetzt die kleine Simsim. Die mache ich am gleichen Strick wie Fauzi fest. Dass sie zusammen sind. Kommt und zieht sie schon an den Moment. Das ist die Ausbeute. Wir sind jetzt hier in der Küche. Ich habe... wir haben ja diese kleinen Mini-Mandarinen und das ist ja klar, die sind ja Mini. Deshalb habe ich, das ist jetzt Sheilas Frühstück, ach, mit der Paprika natürlich. Also die haben eine Paprika, eine Süßkartoffel, zwei Baby-Mandarinen, weil guck mal, die sind so mini. Und eine Banane und ein Stück Apfel. Wir haben den Apfel in drei Stücke ausgeteilt, gerecht. Und hier ist das Doppelte. Für Simsim und Fauzi. Also ist das gleiche nochmal, aber nur zweimal. Ich hole jetzt eine Tüte und nehme noch so Paprika, so 3-4 für die Kaninchen mit. Das ist jetzt, sorry, das ist jetzt die ganze Ausbeute. Ich habe es jetzt in eine Tüte getan, weil es ist ganz schön viel. Ich habe auch Paprika für die Kaninchen mitgebracht. Jetzt hat sich Simsim sich schon verheddert. Also ich glaube, jetzt mache ich die weg voneinander, weil, nee, das geht nicht, da was die Simsim da macht. Boah, Simsim. Ja. Well, sagt sie schon, weil die spürt, dass sie nichts... Ach du meine Güte, guckt euch das an, dieses Affentheater, wie sie da hängt. Ach Mausi, ich helfe jetzt. Zeit zum Lauseln. Ich muss nur kurz den Strick... also, ja, jetzt habe ich... Die geht weg vom Fauzi, die Max. Der tut sie manchmal stressen. Manchmal tut er sie einfach an ihrem Hubble, also Strick ziehen. Und dann rennt er weg, dass sie dann kommt und ihm hinterher rennt. Die ärgern sich so. Oh, Moment, den Karabinerhaken muss ich an der Leine fischen. Oh, gleich mal lauseln. Ich mag das Wort lausen nicht. Ich mag's. Ich tue immer die Wörter, die ich nicht mag. Oh, Sarah ist auch schon draußen. Tue ich ändern. Ach du meine Jüte. Kommen Sie runter, Simsim. Kommen Sie runter. Sie ist schon wieder mit ihm verheddert. Aber es ist leicht, sie. Moment. Das ist ganz leicht am Karabinerhaken. So. Jetzt gucken wir. So, so. So. Ach so. Jetzt hole ich ihm noch Frühstück von drinnen, gell? Und die Ziegen
Das lassen wir. Ich mache jetzt das Licht hier aus. Die Bettchen hole ich gleich raus, um zu schütteln. Gucken wir nach der Häschen. Nach den Häschen. Jetzt hat sie mal nicht mal... Haben wir alle Wasser gegeben? Oh ja, super gemacht, Jonas. Die hat jetzt mal nicht die... Das Dings da auf den... Auf die Babys. Oh, aber... Mashallah, aber man sieht es... Guck mal, das hier... Ist, glaube ich, älter von als dem. Der macht doch gleich gerade die Augen auf. Die sind schon richtig brocken, Mashallah, Mashallah. Ja. Warum machst du nicht die Elba drauf? Die, was wollen sie bei meinen Kindern? Und die kleine Frenchie ist auch mit den drei Babys. Gucken wir mal, was da Betty macht. Oh, kleine Mäuse. Die sind jetzt raus aus der Pyramide. Der Silber ist jetzt bei der Betty. Und hier sind auch die Nini-Bunnies von der Betty. Was wollen sie? Natürlich immer zuerst die Banane. Affen, also die zwei Lieblingssachen, was die Affen essen, also unsere Affen jedenfalls, sind Bananen und Erdnüsse. Oh, wer hat die Tüten? Mama hat den Mülleimer gemacht, voll süß, Mashallah. Ich mache jetzt die Tüten gleich weg. Die Bäume, der Boden ist noch feucht, also brauchen kein Wasser. Gucken wir mal bei den Buchsbäumen hier. Weil ich möchte unbedingt, dass nichts schief läuft jetzt. Dass Mama sieht, dass ich verantwortungsbewusst bin. Ja, sie weiß es, aber ich möchte es trotzdem ihr nochmal beweisen, weil immer, als sie weg war, ist irgendwas schief gelaufen. Irgendwas. Aber jetzt, keine Sorge, ich habe das hier angelehnt. Aber jetzt wird nichts schief laufen, Schadler. Den Mülleimer räume ich auch gleich aus. Also zum Müll, zum Feuer bringen. Also nicht, dass ich ihn auf den Boden schütte. Oder so. Die Banane wird durchsucht, bis zum letzten Stück aufgegessen. Und sie essen auch auf. Wo ist denn euer Wasser? Ich benutze jetzt das hier. Das ist sowieso noch sauber wegen dem Dings da. Das ist noch Red da drin. Und dann können sie das mit... War klar, dass sowas passiert. Moment, Leute, ich brauche meine beiden Hände dazu. Natürlich, wer geht gleich trinken? Delise. Die Bella sieht noch ein bisschen Bersin auf dem Boden. Ich gucke auch das Bersin, was ich gestern... Oh, Mausi, du kommst hier nicht rein. Geh rein, Maus, ich mache die Tür auf. Ja, Betty. Wolltest du gerade ausschlagen? Spinnst du? Das war so knapp. Die hat ihr Bein gerade richtig so in meine Richtung getreten. Die hat auch so geknurrt oder was auch immer sie gemacht hat. Ja. Ich glaube, die ist einfach nur von der Kuh genervt. Oh, der Hubble ist aufgegangen. Das ist normalerweise zweimal dran. Egal, mach ich gleich wieder hin. Und Simsim natürlich die Banane und dann ist nichts mehr. Oh, die Süßkartoffel hat sie da hinten versteckt. Guck mal. Die wird natürlich gleich angeknabbert. Nichts wird verschwinden. Und Fausel ist oben. Oh, sorry. Oben auf der Dings da. Ich glaube, ich bin jetzt fertig. Ich brauche nur noch... Was wollen Sie? Nein, warten Sie. Oh. Hä? Spinne ich jetzt? Ach du meine... Mein Onkel Mohammed hat einfach alles den Dings hingegeben. Oh, das ist auch nass. Mist. So. Trocknet es in der Sonne jedenfalls ein bisschen. Das ist wichtig, dass die Hasen, Kaninchen also, nichts Nasses zu essen kriegen. Weil die kriegen dazu immer Blähungen und dann sterben sie und so. Gras voller Wasser machen, wenn sie es nicht essen.
Nee, die würden das essen, aber dann würden sie Blähungen kriegen. Ich gucke jetzt mal nach den Affen, weil wenn sie jetzt fertig sind mit dem Frühstück, lasse ich wieder die Ziegen da rein. Seid ihr fertig? Der Gobi hat einen Apfel aufgefressen, war ja klar. Bubu liegt auf dem Boden. Und du, kleine Mickey Maus? Alles wird angefressen, da versteckt. Da gebunkert wird alles hier. Da. Lass ihn. Lass ihn. Ach, was habt ihr mit der Couch gemacht? Es ist zwar jetzt verkehrt, aber Mama. Macht nichts. Ich bin nicht Mama. Ihr sagt Mama zu mir. Ja, genau. Ich will Mama anrufen. Ich hab sie nicht mit Zettel. Okay. Ja, gleich. Wir machen noch mal kurz einen Check. Ich mach jetzt die Ziegen rein. Lass die Tür offen. Mach die Tür offen. Hey. Hey, hey, rein mit euch. Hey. Okay. Das wäre jetzt erledigt. Gobi läuft durch. Hat Mama das schon in einem Video erzählt? Komm jetzt, ich erzähl dir. Was eine Zuschauerin geträumt hat. Die hat vom Gobi geträumt. Als der Gobi ja hinten bei uns war, hinten beim Pool. Die hat von dem Gobi geträumt, dass der Gobi ihr gesagt hat, er möchte wieder nach vorne, weil ihm gefällt es nicht hinten. Und das fand ich richtig süß. Ich weiß leider nicht den Namen der Zuschauerin, aber trotzdem. Liebe Grüße. Jungs, machst du bitte den Schlauch an? Ja, danke, das wäre lieb. Ja. Das Restliche, was in der Tüte ist, kriegt die Madame Chili. Chili. Wir haben schon entdeckt, das Futter. Und oh, die hat es umgekippt. Oder war es die Kuh? Ich hoffe, die hat es aufgegessen. Nun ja, ich mach's gleich voll. Meine Babys. Jojojo. TG und der kleine. Oh. Und sie, kommen sie runter. Ich möchte heute, weil das wollten wir, ich und Mama und ich machen, dass wir die Hühner fangen und sie, also die Flügel kleiner machen, aber Mama hatte keine Zeit und sie wurde krank und so. Ja, oh, oh. Maus, ja, hallo. Hallo, kleine Mikmaus. Heute gibt's Apfel. Deine Sache kriegt sie. Guck mal, die Tüte ist ganz für dich. Weil, die mögen, die sind auch neugierig, weil, der Fausi geht dann sonst immer zu der Tüten und zu den Tüten. Und jetzt isst sie, oh, die ist so süß. Ja, nur Mama und Jonas Deutsch spreche und das ist dann, also, ich kann Deutsch sprechen. Ja? Ich hab dich nicht verstanden. Ah, quais, die Rochkobolha. Bella. Ja, die Kätzchen sind auch hier schon draußen. Was ich sagen wollte, ist, dass Arabisch kann ich super schnell aussprechen. Und bei Deutsch ist es auch leicht, aber nicht so leicht wie Arabisch. Versteht ihr, wie ich meine? Das ist dann leichter, weil ich mehr Arabisch als Deutsch spreche. Also, ich glaube, es ist bei irgendjemand bei euch angekommen. Auf jeden Fall kann ich es nicht besser als so erklären. Das war jetzt ein Theater. Also die hat mich böse angeguckt, die wollte zur Tüte. Die hat mich böse angeguckt, weil ich habe sie ja weil sie sollte nicht, weil da ist auch noch Futter für die Häschen und für die Sheila. Und die, immer wenn ich sie wegziehe, guckt sie mich böse an. Und dann kommt sie und beißt mir in den Fuß und geht wieder zurück. Ich schreie sie natürlich voll an. Und die kleine Mieke Maus sieht, wo ihr Hubble ist. Ja. Hier ist ihr Frühstück, also Fausis Frühstück. Und dann hier, ich habe sie hier hingetan. Sonst würde sie sich verheddert. Den Gaffers mache ich vielleicht auch weg. Ja, also. Gobi hat auch schon ein scharfes Auge auf die Tüte gelegt. Ja, ich mache jetzt. Ich gebe jetzt den Kaninis. Okay. Ich habe immer wieder jeder einen Paprika, weil die kriegen sowieso Bersim. Oh, sorry. Bersim, also getrocknetes Bersim in der Sonne. Und, ja, also. Hier kriegt ihr auch meine Kaninchen. Hier.
Weil das Team ist auch gesünder, finde ich, für sie. Hier, Mäuse. Das ist so süß, wenn du was hinwirfst, dann rennen sie gleich hin und so gucken, was das ist. Maschallah, sind die süß. Die sind jetzt alt genug. Oh, der kleine Bobbel. Oh, maschallah. Die hat doch immer diese blaue Dings auf ihre Kinder gelegt. Als Schutz. Oh, die ist so eine gute Mutter. Fausels Frühstück. Die. So, nein. Was machen Sie? Das Apfelstück ist für Fausi, wenn das mein Vater ist. Ach, da will die Mandarine. Oh, sorry, die Tüte ist ja im Weg. Ich bin ganz durcheinander gerade. Die Ziegen können es nicht fassen. Ich hab sie. Ach. Du lässt einfach dein Frühstück und kommst und setzt dich da rein. Ist es dein Ernst? Also, schäm dich. Der hat einfach nur die Banane gegessen und da den Rest liegen gelassen. Super. Ach, Jonas hat hier frisches Wasser gemacht. Ja. Das Restliche, was in der Tüte ist, kriegt die Madame Chili. Chili. Die haben schon entdeckt, das Futter. Und, oh, die hat es umgekippt. Oder war es die Kuh? Ich hoffe, die hat es aufgegessen. Nun ja, ich mach's gleich voll. Meine Babys, jojojo. TG und der Kleine. Oh. Und sie, kommen sie runter. Ich möchte heute, weil das wollten wir, ich und Mama und ich machen, dass wir die Hühner fangen. Bauer Junior. La, Jungs. Ich bin kein Bauer. Man muss immer schreien mit dir. Ich bin kein Bauer. Doch, du bist ein Bauer. Wir sind alle Bauern. Also echt, Jungs. Also, das hat sogar meine Koranlehrerin gesagt. Eine Frau kann 10 Mädchen großziehen, aber keinen Jungen. Die Jungs sind, wir Mädchen sind immer die Engelchen zu Hause. Ja. Also vor der Kamera natürlich. Ja. Nein, der Schlauch. Du bist nicht ein Engel. So. Jetzt ist alles erledigt. Upsala. Jetzt machen wir nur noch ein bisschen. Und wir tippen für die Bella. Hier nehmen wir das hier dazu. Und dann wäre alles erledigt, denke ich. Ja. Ach so, noch die Toilette von den Katzen, dann lerne ich noch. Ah, du Maus. Der hat nichts. Der hat sein Horn gegen meinen Arm aus Versehen. Ja. So. Sim, die schafft es immer hoch. Mach jetzt Tür zu uns, bitte. So. Ich glaube, wir haben so jetzt eine halbe Stunde dazu gebraucht. Also, ja. Die Bella hat Freunde gefunden, die isst mit denen zum Frühstück. Jetzt brauchen wir noch 10.000. Rohabi. Wie er guckt, der hat keinen Bock dazu. Kleine Maus. Ich sag auch meinem Onkel, er soll Bärsi holen. Und sie. Komm, wir machen das jetzt gleich. Ich hol die Schere von zu Hause. Jadla! Und der Term leer! Abi Adeb! Mit dem Mais! Was wollte ich auch mal sehen? Ich wollte mit Fee. Mich Muschkele. Ich rache Jul Magas und Abi Adeb mit dem Mais hin. Sorry, falls ihr nichts verstanden habt. Auf jeden Fall wartet er, dass ich den Schlauch öffne. Weil er hat gedacht, er soll es mit Wasser füllen. Dann sage ich, nee, das, wir brauchen zwei Tippen. Dann sagt er, sag's doch gleich. Also ich kann viel schneller auf Arabisch sprechen. Oh. Hi. Als auf Deutsch. Also das fällt mir leichter, weil ich ja nur mit Mama und Jungs Deutsch spreche. Und das ist dann, also ich kann Deutsch sprechen. Ja? Ich habe dich nicht verstanden. Ah, quasi, die Rochkobolha. Also, wir haben die Location gewechselt, da war gar kein Internet in dem Stone. Jetzt sind wir im Ollis. Super Internet, Bombe. Und jetzt trinken wir einen Kaffee, Cappuccino, laden das Video hoch und ab weiter geht's. Leute, das Video ist so süß von den Kindern. Ich lasse alles ungeschnitten, so wie Mausi das gemacht hat. Ich glaube, ein, zwei Videos sind nicht richtig in der Reihenfolge, aber ist egal.
Guck zu, die sind einfach Zucker, die beiden. I love it. Und ich glaube ihr auch. Die macht so tolle Videos besser als ich. And you. Me too, my coffee also, I love it. Good coffee? Super. Da ist Mahmoud. Also, ciao. 40 Minuten, du. Und wir haben Holiday. Holiday. What you, why you make it up? In Germany means Yachti. Holiday, Mahmoud. Smiley for the holiday.